Herzlich willkommen, meine lieben Seelen, zu den Schicksalslegungen. Heute Thema Liebe. Und dazu habe ich euch die Liebenden rausgelegt. Eine Karte, die wohl am bekanntesten ist für alle Menschen, die sonst mit Tarot nichts am Hut haben. Ich glaube, jeder hat diese Karte schon mal gesehen. Auf dieser Karte haben wir Adam und Eva im Paradies, beziehungsweise noch vor dem Sündenfall. Eine Vereinigung zwischen Mann und Frau oder beziehungsweise eine Vereinigung zwischen zwei Menschen, die unterschiedlich sind. Als Frau und er als Mann. Diese Unterschiedlichkeiten werden quasi überwunden. Und wir haben zusätzlich noch Raphael als Schutzengel in dieser ganzen Karte drin. Und dieser Erzengel schenkt den beiden Liebenden Schutz und Geleit. Wir haben auf der rechten Seite bei dem Adam einmal den Baum des Lebens. Auf der linken Seite bei der Eva haben wir den Baum der Erkenntnis. Wir alle, glaube ich, kennen den Baum der Erkenntnis und die ganze Geschichte dahinter aus der Bibel. Und ja, eine wahnsinnig schöne Karte. Wir haben gleichzeitig in dieser Karte eine gewisse Anziehungskraft, aber auch die Gegensätze von den beiden Geschlechtern. Das heißt, sie haben unterschiedliche Blickwinkel, sie haben in ihrem Rücken unterschiedliche Pflanzen. Dennoch gibt es die Anziehungskraft, dieses Feuer zwischen den beiden. Und man kann in dieser Karte auch immer sehr gerne eine verbindliche Entscheidung sehen und auch eine Zugehörigkeit. Das ist quasi die Basis einer großen Liebe. Eine Basis, wenn man sich für etwas entscheidet, was man wirklich aus vollstem Herzen möchte oder aus vollstem Herzen verfolgt. Dabei muss es nicht immer um Romantik gehen. Es kann sich hierbei auch um alle möglichen anderen Angelegenheiten handeln. Vielleicht einen Karriereweg, den man wirklich aus vollstem Herzen bestreiten möchte und sich davon auch nicht mehr abbringt. Wie gesagt, diese Verbindlichkeit ist in dieser Karte wahnsinnig stark drin. Dieses Zueinander stehen, wie in schlechten als auch in guten Zeiten. Ne? Ihr kennt das alle vom Ehegelübnis. Unterschiede überwinden, Gegensätze überwinden. Ja. Und ich glaube, wenn diese Karte fällt, ist es immer so eine typische Antwort für oder beziehungsweise ein typischer Appell, folge deinem Herzen. Auch wenn der Kopf vielleicht was völlig anderes sagt, folge deinem Herzen, wenn du diese Entscheidung wirklich mit voller Leidenschaft getroffen hast und es wirklich willst. Die Karte steht generell auch für Beziehungsthemen allgemein und das heißt nicht nur Beziehungen zu Menschen, zum Herzensmenschen, sondern auch zum Leben allgemein. Also wie ist deine Beziehung zum Leben? Was möchtest du da wirklich aus vollem Herzen? Hinter welcher Entscheidung stehst du dahinter, auch wenn sie vielleicht kopfmäßig keinen Sinn macht? Gleichzeitig ist es auch das Beziehungsthema zu dir selber. Nimmst du zu viel Rücksicht auf andere, der Harmonie willen oder kannst du auch mal Dinge für dich selber einfordern? So, die Sonne hier ist sehr präsent in dem Kartenbild. Sie nimmt einen großen Teil der Karte ein und die Sonne signalisiert quasi, dass man mit der Herzensentscheidung auf dem richtigen Weg ist. Wir haben hier zusätzlich noch so eine Bedingungslosigkeit. Ich sag mal so, diese bedingungslose Liebe. Es geht da nicht darum zu sagen, ich liebe dich nur, wenn du das und das machst oder wenn du meinen Vorstellungen entsprichst, sondern es ist wirklich eine bedingungslose Liebe, einfach aus vollstem Herzen. Wir haben hier zusätzlich noch so ein Feuer fangen, also wirklich auch so eine gewisse Leidenschaft mit drin. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr wirklich aus vollstem Herzen machen wollt, wenn ihr wirklich dafür brennt, wenn ihr Leidenschaft habt, ne, dann muss das nicht unbedingt mit dem Kopf übereinstimmen, sondern das ist wirklich so ein, ich fange Feuer und ich möchte es unbedingt. Und ich nenne es jetzt mal hier in dieser Legung die Stimme des Herzens. Wir haben zusätzlich, was ich immer sehr, sehr wichtig finde in der Karte, zwei unterschiedliche Blickwinkel. Adam schaut Eva an, Eva schaut den Erzengel an und dennoch können sie zueinander finden. Die Karte steht auch häufig für mich in meiner Interpretationswelt dafür, dass man Gegensätzlichkeiten überwindet, verschiedene Standpunkte und sich da irgendwie einig werden kann, vielleicht auch der Harmonie wegen oder auch der Liebe wegen. Von daher eine wahnsinnig schöne Karte. Und wir gucken jetzt mal, was das Schicksal zum Thema Liebe bei dir sagt. Ich habe hier einmal schon mal ein kleineres Kartendeck nebenan gelegt. Wir ziehen jetzt einmal die Karten links mit der intuitiven Hand. Und da haben wir hier, die hat sich umgedreht. Das hatte ich gar nicht gesehen vorher. Wir haben da einmal die sechs Kelche, eine wahnsinnig schöne Karte, sehr zärtlich, sehr wohlwollend. Also das gibt ja auch, ach oh Gott, ich mochte mal früher dieses Lied, Liebe ist leise.
Es geht nicht darum, dass es immer laut sein muss, dass es immer die prunkvolle Liebe sein muss, sondern hier geht es tatsächlich um kleine Gesten. Der Ehemann, der einem Kaffee ans Bett bringt, ne? Er mag sonst seine Fehler und seine Sachen haben, die ihr vielleicht nicht mögt, aber diese kleine Geste, dass er euch trotzdem irgendwie immer im Herzen hat und immer an euch denkt, egal was er tut, ob er jetzt Kaffee macht oder Frühstück oder was auch immer, irgendwie sind da diese kleinen Gesten immer mit drin, diese kleinen wertvollen Sachen im Alltag, die wir sehr gerne im stressigen Alltag übersehen und nicht mehr wahrnehmen. Ne? Von daher, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der Liebe, finde ich. Aber auch kleine Gesten für einen selber. Gönnt euch ruhig etwas. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn ihr auf dem Marktplatz seid und ihr seht schöne Blumen, dann nehmt euch eine Rose für euch selber mit. Es muss nicht immer teuer sein. Es geht wirklich darum, sich auch selber was zu gönnen und selber mit kleinen Gesten zu sagen, ja, du bist mir wichtig. Auch ich bin mir selber wichtig. Riesengroßes Thema, was viele Menschen vernachlässigen, die Selbstliebe. So, wir schauen mal weiter. Ich ziehe weiter mit links, mit der intuitiven Hand. Und schau mal da, wie viel Glück da drin ist. Wow. Wir haben mit dem Ast der Münzen haben wir eine wahnsinnig starke Glückskarte. So eine glückliche Gelegenheiten, wertvolle Gelegenheiten. Gleichzeitig ist es auch immer diese wundervollen Erinnerungen, die wir sammeln mit unseren Liebsten oder beziehungsweise mit unserem Herzensmenschen. Auch da muss es immer nicht um was Großes gehen, sondern auch wirklich immer um so kleine Erinnerungen, die wir später den Rest unseres Lebens im Herzen tragen. Wie gesagt, es geht hier wirklich nicht um materielle Dinge, sondern wirklich um dieses Wertvolle. Also ich für mich habe zum Beispiel irgendwann mal beschlossen, dass wichtige, wertvolle Momente zu sammeln sehr viel wichtiger ist als materielle Dinge. Das ist so ein bisschen die Summe des Lebens, die dann am Ende zusammenkommt. Und hier sind halt, wie gesagt, die Chancen dazu. Wirklich dieses Gold am Wegesrand, sage ich ja immer gerne. Der goldene Apfel, der dir quasi schon fast in die Hand fällt. Und auch das ist natürlich alles bei Liebe mit drin und natürlich auch bei liebevollen Gesten. So, was haben wir hier noch? Was sagt das Schicksal uns zum Thema Liebe? Zwei Karten möchten. Okay, auf der einen Seite haben wir eine liebevolle Atmosphäre. Wir haben hier so ein bisschen sehr viel Harmonie. Wir haben auch wieder die Komplimente. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte wohlwollend sein. Ich versuche auf dich zuzugehen. Und gleichzeitig haben wir hier aber auch ein Weggehen. Ne? Also dieses, ich verlasse die Liebe. Ich verlasse denjenigen, der mir vielleicht nicht mehr gut tut, obwohl ich auch noch Gefühle für diesen Menschen habe. Das heißt, auf der einen Seite ein Zugehen und auf der anderen Seite ein Weggehen. Auch das kann manchmal mit dem Thema Selbstliebe zu tun haben, dass wir einfach sagen, okay, jemand tut mir nicht mehr gut und ich höre auf, Rücksicht auf den zu nehmen, sondern stelle mich jetzt selber und mein eigenes Wohlbefinden in den Mittelpunkt und sage, okay, ich kann nicht mehr. Oder ich sage diese Menschen vielleicht öfter ab, als ich ihn treffe, weil dieser Mensch mir vielleicht nicht mehr gut tut. Auch das ist alles Liebe, muss ich tatsächlich sagen. Also das wirkt so, ja, auf der einen Seite, wie gesagt, auf Menschen zugehen, Liebe verbreiten, aber auch sich selber schützen. Und da gehört es dann auch manchmal dazu, dass wir uns von Menschen abwenden. So. Wir gucken mal weiter. Ich möchte noch mal ein bisschen mischen und gucken, ob noch welche aus der Hand fallen. Ja, Liebe ist aber auch Arbeit. Ja, das war klar. Das war so klar. Ich habe so viele schöne Sachen erzählt und jetzt kommt die Arbeit dazu. Ach, der Münzen ist wieder so was Wertvolles. Also ich finde es extrem spannend, dass wir hier nur Kelche und Münzen gerade auf dem Tisch liegen haben, weil ich diese Objekte oder beziehungsweise diese Karten sehr stark mit Liebe assoziiere. Also die Münzen sind auch immer etwas sehr, sehr Wertvolles und etwas, ja, wie gesagt, dieses Glück, was man mit den Händen quasi greifen kann. Glückliche Gefühle, aber gleichzeitig auch wertvolle Gespräche. Und diese Karte zeigt dieses Arbeiten daran. Liebe kommt nicht einfach so, sondern man muss an der Liebe arbeiten, man muss präsent sein, man muss dem anderen zuhören, man muss in Beziehungen rein investieren und egal, auch wenn es da um eine Herzensentscheidung geht, wir treffen nicht nur diese Herzensentscheidung, sondern man muss dann auch dahinter stehen und weiter daran arbeiten. Von daher, das ist so eine Karte mit Schweiß voran und auch gerne mehr geben als weniger. Also das heißt, es ist auch ein kontinuierliches Arbeiten. Sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Das ist leider ein Märchen. Und das, ja, ich bin auch wahnsinnig Märchen geschädigt oder sogar Disney geschädigt als Kind der 80er Jahre.
Aber so ist es leider nicht. Lange Beziehungen passieren nicht einfach so, weil die Leute Glück haben, sondern weil sie daran interessiert sind, an ihrer Beziehung zu arbeiten oder an der Liebe zu arbeiten, sodass sie frisch bleibt, sodass man immer wieder Themen aufarbeitet, wo es kriselt. Ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist. Mir kommt es so vor, als ob wir in dieser Wegwerfgesellschaft häufig sagen, okay, die Beziehung passt nicht mehr, ich brauche was Neues. Und dann mit dem Partner Schluss machen. Also ich komme noch aus einer Generation, wo Scheidung verpönt war und wo dann zwar viele Menschen zusammengeblieben sind, weil sie nicht anders konnten und Scheidung einfach keine Option war und dann einfach unglücklich waren. Aber es gab sicherlich auch viele Paare, die dann angefangen haben zu arbeiten, die dann gesagt haben, okay, unglücklich sein ist keine Option, ich muss an meiner Liebe, an meiner Beziehung, an meiner Ehe arbeiten und gucken, wie wir uns hier irgendwie zusammenraufen und irgendwie trotzdem gut miteinander klarkommen. Von daher Arbeit, Arbeit, Arbeit. So, wir schauen weiter. Okay. Ja, das große Ganze im Blick behalten, das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Also das große Ganze. Die Karte ist teilweise auch die Karte der Lippenbekenntnisse. Ja klar, wir können nicht jeden Tag mit voller Power an der Beziehung arbeiten. Manchmal müssen wir auch sagen, okay, wir kümmern uns da zu späteren Zeitpunkt drum. Ja, Schatz, natürlich, Schatz, etc. Jeder kennt das. Aber in dieser Kartenlegung finde ich tatsächlich diese Welt hier gerade sehr präsent, die der Mann in der Hand hält. Also dieses große Ganze betrachten. Nicht nur auf seine eigenen Bedürfnisse eingehen, sondern auch die Bedürfnisse des Partners. Vielleicht auch mal diese Gegensätzlichkeiten betrachten oder auch dieses, das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja, also dieses Schwarz-Weiß sehen und dann gleichzeitig auch die ganzen Nuancen dahinter. Vielleicht auch über den Tellerrand gucken. Sich in den anderen reinfühlen, denken, um zu gucken, wie läuft es sich eigentlich in den Schuhen meines Partners, um da vielleicht mehr Verständnis zu haben. Ja, all das habe ich hier auch in der Karte drin und auch das scheint hier beim Thema Liebe bei der Schicksalslegung gesehen werden zu wollen. Okay, und hier haben wir auch die Abwesenheit von Liebe oder beziehungsweise das Ausgestoßensein. Auch das gehört zur Liebe dazu, ne? Dass man Sehnsucht hat, dass man den Partner bei sich haben möchte, aber es natürlich nicht immer klappt, ne? Von daher ist das hier auch eine sehr passende Karte, auch wenn sie natürlich jetzt mit diesem weichen, hellen, warmen Gefühl der Liebe nichts zu tun hat, weil sie genau das Gegenteil anzeigt, ne? Aber diese Sehnsucht, ich glaube, jeder von uns hatte mal das Gefühl, nicht geliebt zu werden, Sehnsucht zu haben, sich den Partner herbeizuwünschen, sowas in der Art, ne? Von daher auch das ist so ein Thema der Liebe, also diese Armut der Liebe. Diese Karte zeigt zwei Bettler, die ausgestoßen sind und es wirkt so ein bisschen als ob dieses Gebäude, vor dem sie laufen, als ob es sehr prunkvoll ist. Man hat hier schöne kolorierte Fenstergläser, ne? Die fünf Münzen im Hintergrund und es wirkt so, als ob diese beiden Menschen nicht dazugehören, mit ihrer Bettlerkleidung, frierend im Winter. Und es hat so ein bisschen auch die Ahnung von Leiden. Oder beziehungsweise von es geht mir nicht gut in dieser Situation, wo ich so ausgegrenzt bin. Ne? Von daher aber auch dieses Gefühl finde ich tatsächlich sehr, sehr passend bei einer Liebeslegung, weil ich glaube, wir kennen das alle im Zusammenhang mit Liebe, wenn der Liebste einer die Gefühle nicht erwidert oder wenn er einfach sehr weit, sehr lange weg ist. So, kriege ich noch mehr Karten zum Thema Liebe? Und aber auch Erleichterung. Guck mal, da ist wieder ein Erzengel in der Karte drin. Das ist so ein Lebendigwerden. Also das ist natürlich extrem spannend, dass die Karte, dass ich sie jetzt unbewusst daneben gelegt habe. Das hier ist, wie gesagt, dieses Ausgegrenztsein. Und mit der Gerichtskarte haben wir plötzlich wieder so ein Aufleben. Oder wir haben so ein, es wird wieder leichter. Ne? Hier fühlt es sich gar nicht leicht an. Es ist schwer, man ist ausgegrenzt, man fühlt sich ungeliebt. Und bei der Karte kommt dann irgendwie wieder Vitalität, wieder Schwung mit rein. Man hat das Gefühl, irgendwie so die Engel tröten in ihre Trompete und seitdem ist wieder alles gut, so ein Weckruf, ne? Als ob dann wieder alles in Ordnung ist. Man fühlt sich wieder lebendig. Wir haben gleichzeitig hier in dem Kartenbild auch wieder Berge im Hintergrund, ne? Das sind dann häufig so Unwegsamkeiten oder vielleicht auch manchmal so gewisse Grenzen. Auch hier haben wir einen Berg, ne? Der Berg soll so ein bisschen die Trennung zwischen Menschen anzeigen, aber auch dieses, wir kommen darüber hinweg.
Also es ist nicht unmöglich, es ist keine Mauer, die bis in den Himmel reicht, sondern es ist nur ein großer Berg, vielleicht was auch immer an Problemen, ein Berg voller Konflikte, sowas in der Art. Es ist zu überwinden und auch hier haben wir den Berg im Hintergrund, ne, der scheint überwunden worden zu sein und jetzt sind die Menschen wieder in einer Situation, wo sie lebendig sein können, wo sie die Liebe wieder fühlen können, wo sie so ein bisschen wieder auferstehen. Also das ist auch so ganz spannend hier, dieses Dunkle und dann kommt wieder das Licht. Also ich für mich in meinem Leben habe so die Erfahrung gemacht, nach der Dunkelheit kommt immer Licht. Das ist so ein Prinzip der Dualität. Das Ding ist, viele Menschen erkennen nicht, wenn es ihnen plötzlich besser geht, weil sie einfach so gewohnt sind, in ihrer Dunkelheit zu sein, in ihrer Negativität. Und dann merken sie nicht, wenn es eigentlich schon wieder viel, viel besser ist. Von daher, das ist so ein Prinzip, ne? Nach dem Alleinsein kommt auf jeden Fall wieder Schwung rein. Da kommt wieder jemand, ne? Also es gibt nicht dieses, oh, für mich gibt es keinen Deckel. Das gibt es wirklich super, super selten. Und häufig sind es meistens die Menschen, die schnell einen Partner finden, die am lautesten jaulen. Gut, mit dieser Behauptung, lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, muss ich sagen. Aber es ist so ein bisschen, ich habe immer so in der Schule damals diese Menschen in Erinnerung, die immer gesagt haben, oh Gott, die Klausur habe ich verhauen und dann war es ein 1-, ne? Von daher, diese Leute haben am lautesten gekräht und haben die besten Noten geschrieben. Ja, und so ist es manchmal auch mit den Leuten beim Thema Liebe, weil auch hier die Gerichtskarte mit der Nummer 10 und hier die Münzen mit der Nummer 5, ne? Es ist doppelt so groß, ne? Also es ist doppelt so gut, auch wenn es hier vielleicht auch mal schlecht war. So, Erkenntnisse haben wir jetzt nochmal zusätzlich. Das ist auch spannend, dass hier zwei Schwerter auch rausgefallen sind. Einmal das Ass der Schwerter und die Zwei der Schwerter. Wir haben hier auf der einen Seite Erkenntnisse, also die Chance auf Erkenntnis mit dem Ass der Schwerter, sehr starke Luftenergie, aber auch ich habe Möglichkeiten, vielleicht mich selber kennenzulernen. Ich habe die Möglichkeit, vielleicht auch Geheimnisse oder verborgene Wahrheiten in mir selber zu erkennen und da vielleicht auch nochmal mehr Akzeptanz und Selbstliebe zu finden. Aber natürlich auch dieses, ich lerne einen Partner, einen anderen Menschen kennen. Ich ergründe ihn auf, wie nenne ich das, bis zum Boden seiner Seele ergründe ich diesen Menschen und möchte ihn lieben mit all seinen Wahrheiten und vielleicht auch unschönen Wahrheiten, die dieserjenige mitbringt. Gleichzeitig ist Liebe aber auch, wie gesagt, wieder so eine Dualitätssache, ne? Wir haben hier die zwei der Stäbe und wir haben hier die zwei der Schwerter. So ein, ich sitze zwischen den Stühlen, es verunsichert mich. Wenn ich mit mir alleine bin, ich kenne mich selber meistens am besten, und wenn ich alleine bin, weiß ich, was ich von mir selber zu erwarten habe. Das Ganze wird natürlich mit einem zweiten Menschen oder vielleicht auch einem dritten oder vierten, je nachdem, wie ihr lebt, aufgebrochen, weil man sich dann natürlich aufeinander einlassen muss. Und es kann sein, dass es auch da so ein bisschen zu Verunsicherung kommt, weil ich mich eben, wie gesagt, vielleicht auch nicht weiß, woran bin ich? Es liegen unausgesprochene Sachen in der Luft, sowas in der Art. Also auch das gehört mit zur Liebe, diese Unsicherheiten und dieses zwischen den Stühlen stehen, innere Unruhe, vielleicht auch so ein Unwohlfühlen. Wir haben hier auch einen Mond und da ist auch ein Mond mit drin und der zeigt immer dieses sehr unruhige Gefühlswelt, die damit einhergeht. Von daher, es ist auch nicht immer leicht. Natürlich, Liebe ist ein großes Thema bei uns im Leben, aber es ist natürlich auch ein sehr vielfältiges Thema. Wir denken natürlich immer an diese schönen Sachen, an diese Verliebtheit, an dieses Feuer und Brennen füreinander. Liebeskummer brennt sich immer sehr, sehr tief in die Seele eines Menschen ein, genauso wie Vertrauensbrüche und so ein Kram. Aber wie gesagt, das alles beinhaltet die Liebe und ich finde es hier gerade wahnsinnig schön und wahnsinnig passend. Und das sind tatsächlich auch die Karten. Wenn ich jetzt sie hätte vorsortieren wollen, was ich nicht gemacht habe, ich hätte, glaube ich, genau diese Karten genommen, muss ich jetzt einmal ganz kurz sagen. So, wir schauen mal weiter, was noch fällt. Ich zeige euch einmal das Mischen, damit wir nicht auf die Idee kommen, dass jemand Karten sortiert. Na, möchte noch eine fallen? Thema Liebe.
Okay, wir haben drei Karten. Die finde ich auch sehr passend, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben hier einmal dieses auf den Prüfstand stellen. Also dieses, ich überprüfe meine Liebe, ich überprüfe meine Beziehung, vielleicht überprüfe ich auch meine Liebe zu mir selber oder meinen Herzenswunsch. Auch das ist völlig zulässig, auch wenn man mit voller Begeisterung und vollem Herzen sich für etwas entschieden hat. Ich gehe jetzt hier auch so von diesen Herzensentscheidungen aus. Also dieses wirklich mit vollem Herzen und voller Unterstützung aus meiner Seele und meiner Gefühlswelt heraus. Auch das darf man immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Ich sage nicht dieses immer wieder Zweifeln, habe ich mich richtig entschieden oder sowas, ne? Sondern wirklich dieses einmal nüchtern zu überlegen, führt mich das überhaupt Richtung Glück? Ist meine Beziehung eigentlich das, was ich noch haben wollte? Oder gibt es da vielleicht auch einfach Themen und vielleicht auch Teilbereiche in der Liebe drin, die wir langsamer abschließen müssen? Ne? Also Liebe entwickelt sich auch. Die Themen entwickeln sich. Sie entwickeln sich auf der einen Seite weiter. Manchmal kommen neue Themen dazu. Andere Themen gehen weg. Wahnsinnig komplexes Thema. Von daher regelmäßig gerne auch mal auf den Prüfstand stellen. Und wie gesagt, wir haben hier wieder die Münzen. Ne? Jetzt haben wir noch mal Kelche. Wobei diese Kelche auch wieder, das ist für mich in meiner persönlichen Welt eine ungünstige Karte, weil sie die Karte der Illusionen ist. Es ist die Karte der, ich stelle mir etwas falsch vor oder bin in einer Situation, wo ich vielleicht auch falsche Vorstellungen an andere Menschen herantrage. Es ist so dieses, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Häufig leben wir mit Vorstellungen, wie der Partner zu sein hat oder wie der Partner sein soll, wie er uns behandeln soll, was wir fühlen sollen mit diesem Partner. Das alles sind Erwartungen, die häufig zum Scheitern verurteilt sind. Ja, um es jetzt mal so zu sagen. Es ist so dieses zu hohe Erwartungen, auch gerade in unserer Social Media Welt, wo wir auf Instagram ständig irgendwelche tollen Paare sehen, die sich super verstehen. Sie sehen jeden Tag wie gestriegelt aus. Es sieht alles fantastisch und wunderschön aus. Sie haben scheinbar nie Streit. Sie sind sich in allem einig. Das ist nur eine Trugwelt. Sie zeigen nur die schöne Seite des ihres Lebens und die schlechte Seite, wo sie verlottert auf dem Sofa liegen mit Jogginghose und sich gegenseitig anschweigen. Die wird natürlich nicht gezeigt, weil die einfach nicht medienwirksam ist. Von daher macht euch auch das gerne bewusst, auch dieses Streiten und dieses, wir sind uns komplett uneins und reden vielleicht 3 Tage nicht miteinander. Auch das gehört dazu und ist völlig normal. So, Page der Münze. Ja, nochmal so ein Impuls, dran zu arbeiten, etwas Wertvolles zu haben, als etwas Wertvolles zu erkennen und gleichzeitig auch irgendwie zum Wachsen zu bringen. Der Page ist immer so ein Impuls. Unser ganzes Leben, wenn wir sehr aufmerksam sind, besteht auf Impulsen. Also jedes Mal, wenn irgendjemand etwas sagt, etwas tut, ist das im Grunde genommen ein Impuls, den wir vielleicht wahrnehmen können und mit diesem arbeiten können. Von daher auch da gerne, gerne immer ein bisschen achtsam sein. Natürlich müssen wir nicht das ganze Leben lang achtsam sein. Das ist ja vollkommen utopisch, weil sonst hätten wir nichts anderes mehr zu tun, als achtsam zu sein. Und die Rechnungen wollen ja bezahlt werden. Aber auch da gerne so ein bisschen Achtsamkeitsübungen machen, schauen, was kommt da als Impuls. Vielleicht auch mal so heimlich auf der Couch abends, wenn man sich unterhält, so ein bisschen drauf achten. Wo ist da ein kleiner Impuls? Worauf kann ich achten, ne? Der Page sagt auf jeden Fall, dass es möglich wäre. So, ich mische noch mal weiter. Hier ist noch einer rausgefallen. Oh, und das Herz, der Herzschmerz, der Liebeskummer gehört auch dazu. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben hier mit den drei der Schwertern auch ein gebrochenes Herz, verhagelte Stimmung, Kummer. Kummer gehört auch immer mit zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Von daher. Ich glaube, auch zum Liebeskummer muss ich nichts weiter sagen. Jeder von uns kennt es. Es ist ein tiefer Schmerz, als ob ein Dolch in das Herz gerammt wird. Ja, es gehört auch alles irgendwie dazu, ne, meine Lieben? So, ich versuche noch mal ein bisschen zu mischen. Na, was haben wir hier? Auch spannend. Im Grunde genommen könnte ich jetzt alle Karten weiter erklären, aber ich glaube, das ganze Video wird einmal zu lang. Wir haben hier, also ich erkläre das nochmal einmal schnell. 5 der Stäbe ist immer so ein Ausprobieren, gleichzeitig so Leidenschaft. Die Leidenschaft habe ich jetzt gerade im Kartenbild noch nicht so richtig mit drin gehabt, weil wir hier sehr viel von bedingungsloser Liebe und wenig von körperlicher Leidenschaft gesprochen haben.
Aber natürlich gehört die körperliche Leidenschaft, die Anziehungskraft und natürlich auch die Sexualität gehört alles mit da rein, ja. Wir haben hier so ein Ausprobieren. Auf der einen Seite natürlich auch im Alltag sich so verhalten, wie man ist, bleiben, wie man ist und auch sich auszuprobieren, ohne verurteilt zu werden vom Partner, ne? Hier sind nochmal Neuigkeiten, die irgendwie auf dem Weg sind, vielleicht auch Dinge, die man neu über einen Partner lernt. Ich finde das tatsächlich schön, auch in langjährigen Beziehungen, wenn der eigene Partner einen nochmal überrascht und man denkt, huch, die Seite kannte ich ja gar nicht von dir. Das ist ja spannend. Also von daher auch das immer mal wieder auch kleine Überraschungen, auf die man achten darf. Zusätzlich, ja, diese Karte finde ich nochmal wichtig zu erwähnen und zu erklären. Vier der Kelche ist häufig so eine Karte, wo Menschen in ihren eigenen Tunnel drin sind. Es hat auch ein bisschen was mit falschen Erwartungen zu tun, aber es ist häufig so eine missmutige Stimmung, bei der man sich wünscht, dass es etwas mehr wird. Und dadurch, dass man einfach so sehr auf diese Wünsche sich fokussiert, merkt man gar nicht, wenn es von alleine eigentlich schon so passiert. Dieser Mensch sitzt unter dem Baum, die Arme sind verschränkt, er ist missmutig, vielleicht ist er auch gefrustet und er starrt wirklich diese Kelche an und fragt sich, warum es nicht 4, 5, 6, 7, 8 sind, ne? Und das Ding ist halt, er starrt diese Kelche so sehr an, dass er gar nicht merkt, dass hier von göttlicher Seite bereits schon wieder was dazukommt. Also es füllt sich, obwohl er nichts dazu tut. Er müsste es aber wahrnehmen. Das ist so ein bisschen das Ding. Auch hier sind wir wieder Richtung Thema Achtsamkeit, ja? Von daher auch das hier eine sehr, sehr schöne Karte, die natürlich auch in Bezug der Liebe und der Verbindlichkeiten ganz, ganz wichtiges Thema ist. So, ich räume die jetzt noch mal weg und dann schauen wir noch mal, was wir zu vielleicht dem einen oder anderen Sternzeichen sagen können. Aus dem Kabbalistic Tarot werde ich jetzt noch mal ein paar Karten ziehen und schauen, welche Sternzeichen für diese Legung besonders prädestiniert sind. Auch wieder mit der linken Seite. Hier haben wir kein Sternzeichen dabei, deswegen lege ich die Karte weg. Hier haben wir den Skorpion. Der Skorpion ist hier von dieser Legung besonders betroffen und für den wird das auch in diesem Zeitraum noch mal richtig wichtig. Dann haben wir hier den Eremiten und das ist die Jungfrau. Nochmal die Jungfrau, doppelt Jungfrau, okay. Ich ziehe noch mal mit links, okay, Jungfrau und Skorpion und den Löwen. Okay, drei Sternzeichen haben wir. Skorpion, Jungfrau, Löwe scheinen in dieser Legung besonders repräsentiert zu sein, beziehungsweise es kann sein, dass es genau ihre Legung ist oder beziehungsweise, dass sie genau dafür gerade ein Auge haben sollten beim Thema Liebe. Wir haben hier einmal die Stärke, ne? Das ist so eine typische Karte für den Löwen. Da wird ein Löwe bezwungen. Es ist so eine Art Jungfrau, göttinnenartige Frau, bezwingt einen Löwen und auch da steckt eine Menge Liebe mit drin. Also nicht nur dieses, ich domestiziere etwas, sondern ich bringe dem Tier oder dieser Bestie auch ein bisschen Liebe entgegen. Häufig steht sie auch für die inneren Dämonen, die irgendwie bezwungen werden wollen. Und das mag jetzt irgendwie ein bisschen suspekt klingen, wenn ich sage, ja, auch eure dunkle Seite verdient irgendwie ein bisschen Liebe, denn sie hat irgendwie scheinbar einen Sinn. Sie hat irgendwie eine Daseinsberechtigung. Von daher versucht mal nicht nur mit Gegenwehr zu agieren, sondern guckt mal, wie ihr, wenn ihr mit euren dunklen Seiten und mit euren Fehlern, wenn ihr fangt, die zu lieben, was dann mit euch passiert. Wir haben zweimal die Jungfrau, wir haben hier die 9 der Münzen und wir haben den Eremiten. Okay, wir haben hier eine Karte, die ist auf der einen Seite dieses Nachdenken und dieses, ich lasse Dinge auf mich zukommen und dann diese Gedankenwelt, die ich hier mit dem Eremiten habe, ne? Bei den 9 der Münzen geht es tatsächlich darum, die Arbeit ist getan, ich gucke nur noch zu, wie sich was entwickelt. Und mit dem Eremiten kommt schon wieder so eine planvolle Karte dazu, beziehungsweise ich mache mir darüber wirklich ernsthaft Gedanken. Da ist wenig Aktion drin. Bei der Kraft ist Aktion drin, da wird viel gemacht und getan. Löwen sind ja auch so Macher und Tuer und meistens schon ein bisschen zu viel als zu wenig. Und hier bei
Der Jungfrau wird eher so ein bisschen überlegt und ein bisschen langsam gemacht. Vielleicht lässt man da auch die Menschen eher sich entwickeln, anstatt immer einzugreifen. Von daher auch eine sehr, sehr schöne Legung. Und dann haben wir hier nochmal die 5 der Kelche mit dem Skorpion. Da ist tatsächlich so ein bisschen die Nachricht oder die Message, es ist nicht alles verloren, weine nicht über verschüttete Milch. Es ist nicht immer so, dass man sich auf die dunklen Seite oder auf die Seiten, die gerade nicht funktioniert haben, konzentrieren soll, sondern auf das, was man eigentlich noch hat, so ein bisschen die Ressourcen angucken, auch wenn einem viel Blödes passiert ist, man viele doofe Sachen erlebt hat in der Liebe. Es bleibt immer irgendwie noch was stehen. Es ist nicht so, dass einem immer alles verloren geht, selbst wenn dein Haus bei einem Sturm kaputt geht. Häufig bleibt noch was übrig. Es ist schwer in so einer Katastrophenzeit den Blick aufs Positive zu lenken, das weiß ich. Das alles ist wieder leichter gesagt als getan. Aber dennoch, selbst wenn man sein Haus und Hab und Gut verloren hat, es bleibt noch was. Vielleicht sind alle Menschen unverletzt, die in dem Haus gewohnt haben, die Haustiere haben den Sturm überlebt, ne? Von daher auch da gerne mal so den Blickwinkel versuchen zu ändern, ne? Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unter das Video ein kurzes Feedback, ob ihr das mögt und ob wir sowas nochmal machen sollen. Und ansonsten bedanke ich mich hier an dieser Stelle ganz herzlich, dass ihr bei diesem langen Video bis hierhin durchgehalten habt. Teilt das Video gerne, wenn ihr glaubt, das muss jemand anderes noch sehen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Unterstützt meinen Kanal mit einem kostenlosen Abo, sodass auch ihr kein weiteres Video verpasst. Und bis zum nächsten Mal.